So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Yoshi's Island. Nachdem wir im letzten Part Big Puschel geplättet haben, können wir hier nun weitermachen mit Rock'n'Roll. Und das war jetzt genau das Level, genau, mit dem goldenen Stein. Dieser wird uns jetzt durch das halbe Level begleiten. Und im Gegensatz zum Silbernen verschwindet er nicht, wenn er aus dem Bild rollt, sondern bleibt genau da, wo er dann halt auch hingerollt ist. Ist eigentlich ganz nett, weil wir den später brauchen werden, hat aber auch den Nachteil, dass wenn wir den jetzt irgendwo falsch hinschieben, dass wir dann entsprechende Extras nicht mehr holen können. Ach so, erst hier. Oh, jetzt habe ich das Ding zum Ei gemacht. Die schießen wir hier los und dann gibt es hier ein paar Leben. Zumindest eins. Ach komm, hau ab, Stego. Na, können wir dieses Ei sei schon. Diesen Panzer noch irgendwo für gebrauchen? Ich glaube nicht, deswegen, ja, genau. Den Jumpstein brauchen wir auch zum Aktivieren von einigen Fragezeichenwölkchen, die wir nur mit Yoshi nicht aktivieren können. Ich glaube, eines müsste gleich auch hier unten zu finden sein. Na, plopp, genau, da ist es. Na, ah, da sind jetzt die ganzen Sternchen drin, ne? Und weiterrollen. Ja, solange wir diesen Jumpstein haben, ist das hier eigentlich quasi keine nennenswerte Sache. Ach, hier müssen wir zum allerersten Mal aufpassen. Würden wir diesen Stein jetzt einfach runterrollen, dann würde er in dieses Loch fallen und die Sache hat sich gegessen. Da wir diesen Stein aber brauchen, um da oben hinzukommen, aktivieren wir jetzt zuerst einmal dieses Fragezeichenwölkchen und lassen dort einen Weg entstehen. So ist hier hinter den Pfeilern jetzt noch irgendwas? Ich glaube nicht, aber am besten einfach mal runterschlagen, dann wissen wir es gleich. Ne, da war nichts. Okay. Und nun können wir den Stein hier rüberrollen und nein, nicht darunter. Erst hier hoch. Okay, nur eine Blume. So, dann kann der Stein jetzt mal darunter. Der Boden bricht ja automatisch durch. Na, einer müsste noch rauskommen, oder? 2, 4, 6. Okay. Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich glaube, wenn er hier reinrollt, dann ist das auch gegessen, die Sache. Ah, und hier einfach schnell durch. Halt, nee, 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 nee. Halleluja, hört auf mich zuzubauen. Wo ist der Felsen denn jetzt? Ach so, ja, der ist komplett durchgerollt. Und den ganzen Weg nochmal zurück. Denn da hinten war ja. Ach nee, ich bin ja auch eigentlich doof, ne? Natürlich. Okay, und den ganzen Weg bitte nochmal zurück. Ich glaube, ich kann dich mal kurz benutzen, um das Fragezeichenwölkchen zu aktivieren. Und dann mal schauen, ob hier noch eine rote Münze unter ist. Nö. Okay, und dann aktiviere ich erst den Sternkreis. Wir sollten jetzt theoretisch bis jetzt alles mitgenommen haben. Ich hoffe, es ist auch so. Und ich habe nicht irgendwas übersehen. Das wäre. Gott, was war das denn jetzt für eine Aktion? Wie wir jetzt Mummel bauen oder wie? Da kommst du? Danke. Nein, stopp. Danke, ist hier oben noch was? Okay. Dann weiterrollen. Und vor dem Felsen bitte ich schön hier rein. Dann kommen wir nicht auch noch hier oben durch. Blume. Und dann müssen wir den eigentlich nur noch zu dem Flock da rollen, den wir gerade gesehen haben. Also keine große Sache. Zack, danke. Ist hier noch irgendwas? Ich hoffe mal nicht. Jetzt müssen wir nicht noch ein letztes Mal aufpassen. Diese Pfähle müssen auf eine Linie mit den gestrichelten Kästchen gestampft werden. Stampfen wir sie zu tief, fällt der Felsen da gleich rein und wir kommen nicht mehr an das letzte Extra da oben ran. Lassen wir sie oben und aktivieren den Schalter zuerst. Dann bleibt der Felsen. Also der Schornstein dort hängen und dann hat sich die ganze Sache auch gegessen. So, nun vorsichtig ranschieben, nicht runterschieben. Wie gesagt, wenn der da runterrollt, dann ist die ganze Sache hier gelaufen. Das sollte soweit reichen. Und drüber damit. Und zwar möglichst schnell, weil der Schalter schon sehr bald seine Wirkung verlieren dürfte. Um genau zu sein, jetzt. Noch irgendwas hier? Nö, gut. Das war sozusagen schon die erste Hälfte des Levels. Ach, dich habe ich ja lieb. Das ist eine ganz gemeine Stelle. Weil diese Blume irgendwann mal anfängt, ihr Zeug da durch die Gegend zu schießen.
Das ist so schon ziemlich doof. Aber wenn wir dafür sorgen, dass sie ihre Blütenkugeln da verliert, dann, zum Beispiel indem wir dann eine Stampfattacke runter machen, dann fallen die ganzen Teile auf uns runter und wir haben das Nachsehen. Genau, das meine ich nämlich. Ja, bleibt direkt hier. Ach, toll, das wollte ich schon mal gar nicht. Jetzt fallen die nicht gleich wieder alle auf uns runter. Ach, einer trifft uns immer. Nein, 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 nein. Gott. Das wäre jetzt das Schlimmste, was hätte passieren können, denn wir brauchen den Jumpstein. Weil es da unten noch irgendwo ein Extra gibt. Die Frage ist, ob wir das jetzt erwischen oder nicht. Na bitte. Da ist nicht die eine Blume. Und von nun an können wir den Jumpstein einfach mitnehmen. Diese Blume hinter uns lassen. Ach, hau ab, Stego. Dich machen wir zum Ei. Was sagen unsere Sterne? Da fehlen uns drei. Das ist doof. Ich muss mal schauen, ob ich das retten kann. Hier sollten jetzt genügend Gegner noch auf uns zukommen. Mal sehen, ob man da mit dem Fragezeichen wirklich was reißen kann. Wenn wir dann eins finden. Oder besser gesagt, wenn wir dann bald mal eins haben. Genug Gegner dafür haben auf dem Bildschirm. Ach komm, mach, hör auf, alles hier Platz zu machen. Stein. Das sieht doch theoretisch gesehen schon mal gut aus. Rein praktisch nicht ganz so toll. Sondern kommt mal zusammen und dann noch ein paar Gegner irgendwo. Hm, natürlich nicht. Wobei, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Dann mal schauen. Ansonsten setze ich einfach den Puff ein. Aber ich habe die Hoffnung, dass es hier Fragezeichen wirklich mit entsprechendem Inhalt gibt. Eine Münze. Wow. Ja, es ist ziemlich zufällig, was sich da drin befindet. Zu 100% sicher gefahren wären wir, wenn wir tatsächlich einfach den Puff-Schalter genommen hätten. Ah, aber da sollten jetzt noch genügend Gegner rauskommen. Rein theoretisch zumindest. Na, beeilt euch mal. Okay, dann nicht. Dann können wir hier mal endlich aussortieren. Plop. Damit wir hier auch mal bald wieder wissen, wo wir was haben und nicht Ewigkeiten wieder durchscrollen müssen. Achso, natürlich, die zählen natürlich in gewisser Weise noch als Ei mit. Ach, die hauen auch noch ab. Sehr schön. Okay, das sollte aber reichen. Gut. Damit sollten zumindest die Eier schon mal wieder vollständig sein. Jetzt können wir die hier nochmal schnell auffüllen. Na, was heißt schnell halt? Entsprechend. Yoshi Island, schnell. Na, dann komm schon, beeilt euch. Okay, Eier voll, dann weiterrollen. 2, 4, 6. Gut, alle da. Sehr hier, wir brauchen wieder den Tomstein. Dann können wir hier nicht in dieses Loch reinspringen. Und hier haben wir diesen lustigen Wabbelblock. Den können wir sowohl plätten als auch nach ganz oben schieben. Also jetzt erstmal hier hinschieben, nicht weiter. Ansonsten drückt er sich nämlich an dieser Wand hoch. Und dann fallen wir diese lustigen Stacheln da rein. Und das möchten wir ganz sicher nicht. Ach, nur kommt die nur. Okay, also erstmal so, danach dem ein Ei schenken. Und dann holt er für uns dieses Ei halt, diese Blume. Hier mit diesen Kübers aufpassen. Ich glaube, das müssen Sterne sein, oder? Wenn ja, fühle ich mich nicht auf mein Leben, okay. Ansonsten hätte ich mir das ganze Drama eben nicht auch schenken können. Aber wir sollten alle 100 Punkte voll haben. Ich bin da ziemlich zuversichtlich. Plopp. Danke. Entschuldigung. Und dann hätten wir nämlich auch die 100 Punkte in diesem Level geschafft. Eigentlich ein ziemlich angenehmes Level, man kann nur extrem viel verpassen, wenn man sich hier einmal mit dem blöden Stein verrollt. 5 Leben, oder? Ja. Inzwischen müssten wir schon mehr Leben haben, als wir eigentlich tragen können. Ach, das Gedöns. Ich glaube, ich habe schon wieder 10 Minuten für ein Level gebraucht, oder? Ah. Ach komm, mache ich das hier nochmal schnell. Die Krabbenküste. Keinerlei Erinnerung gerade an dieses Level. Doch, jetzt fallen sie mir wieder ein. Alle. Diese ganzen grausamen Erinnerungen, die man zu diesem Level haben kann. Ach komm, nun stell dich nicht so blöd an, du blöder Cooper. Okay, dann eben so. Zunächst einmal können wir hier hinten rein, wenn wir uns nicht ganz blöd anstellen. Und es ausnutzen, dass Yoshi eine Weile kurz unter Wasser verschwindet, wenn wir reinspringen. So kommen wir nämlich an diese rote Münze und an diese Blume, inklusive Panzer. Einfach reinspucken,
hoffentlich möglichst nicht ganz so blöd dabei anstellen wie ich mich. Und die Sternchen absahen. Na, komm schon. 8 Sterne gibt so eine Blume. Also nur 2 weniger zum Sternkreis. Und der ganze Weg wieder zurück. Dieses Level ist ganz, ganz blöd. Ich erinnere mich, das ist ein ganz, ganz blödes Level. Allein schon wegen der Stelle jetzt. Na, erstmal schauen, dass wir hier auch alles erwischen, denn hier kann man ziemlich viel und ziemlich schnell was verpassen. Ich glaube, dich kann ich problemlos aktivieren. Dann erscheint eine Brücke darüber. Ich wollte gerade sagen, da kann ich nicht schwimmen, oder? Blub. Der kann schwimmen, ich werde nicht mehr. Aber jetzt ist er abgesaffen. Hier noch nicht aktivieren, damit wir da rankommen. Und natürlich werden wir beinahe von diesem blöden Cheep-Cheep da... Ach so, okay, da wären wir auch anders rangekommen. Dann sparen wir jetzt aber die Stelle schon mal. Cheep-Cheep kann mal kurz gehen. Ich muss auch noch unbedingt in dieses Mistviech reinlaufen. Und du musst mir im Weg rumstehen, natürlich. Verreckt einfach. Warum müssen diese Mistkumpas auch so blöd sein? Keinerlei KI. Da oben ist nichts. Hier unten ist nur ein Cheep-Cheep und ein Koopa, den ich natürlich auch problemlos einfach mal mitnehmen. Na, ja, hier geht's ziemlich ab, was die Koopas und so angeht. Also viel von Krabbe ist hier nicht. Mehr Küste als Krabbe sozusagen. Und da oben sind noch mehr rote Münzen. Immer mal nachschauen, ob man welche übersehen hat. Das passiert in dem Level nämlich ziemlich einfach mal. Na, ich hab's doch schon gesehen. Erstmal müssen wir hier oben hin, wegen der Münze. Lass diese Münze bloß nicht fallen, ansonsten ist sie weg. Dann müsste ich mal schauen, was jetzt wo, warum, wie lange, wie etwas aktiviert. Da oben ist eine Bonusspieltür, zu der wir hin möchten. Und der Weg dahin befindet sich, ja, quasi direkt rechts hier, wie wir schon gesehen haben. Na, komm schon. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich... Nee, ich glaube, ich kann dieses Fragezeichen wirklich problemlos aktivieren. Und bekomme eine Brücke nach da drüben. Und dann, wenn wir dieses Fragezeichen wirklich aktivieren, bekommen wir Sterne. Genau. 5 Sterne haben wir verloren. Oh Gott. Na, komm mal her, du bist ein super Sprungbrett. Danke. So, hierfür brauchen wir erstmal den Koopa. So, jetzt ist mal vorbei. Ich könnte jetzt warten, bis der Koopa da alles platt gemacht hat, aber darauf habe ich jetzt herzlich keine Lust. Das ist genauso eine Sache, wie wir es im Lakitus Yamata schon mal hatten. Die Kiste sollte man möglichst nicht auf den Sandboden aktivieren, ansonsten geht man baden. Der ganze Plan ist einfach, die Kiste hier runterfallen zu lassen, dann hier reinzuschieben und danach zu öffnen. Ich habe das Ganze jetzt abgekürzt. Und nun können wir... Oh, sehr schön. Hier nach oben, um dann halt dieses Minispiel zu aktivieren. Und das ist Goldregen. Haha, das habe ich schon gewonnen. Da hat es noch nicht angefangen. Also wenn man sich hier nicht ganz blöd anstellt, hat man hier schon die gewinnende Garantie. Zumal das Spiel auch nicht schwerer wird. Ach, ich stelle mich wirklich blöd an gerade. So, die Münze gehört mir. Du kannst also aufhören, hier überhaupt noch mitzumachen. Du hast schon verloren. Also das ist wirklich eine der Spiele, die weitaus interessanter sind, wenn man sie zu zweit spielt. Dann hat man wenigstens auch einen Gegner, der nicht ganz so blöd ist. Hoffentlich. Und natürlich ein blödes Fragezeichen wirklich, was kein Mensch auf dieser Welt braucht. Ganz egal, wir sollten hier einfach alles haben gerade. Und stellen uns dazu natürlich wieder total blöd an. Nochmal hier hoch. Dann eben hier hoch. Kann ja wohl so schwer nicht sein. Und dann haben wir hier eine Höhle. Ja, das war erst der erste Teil dieses Levels. Das Ganze geht noch etwas weiter und dann bekommt der Name Krabbenküste auch gleich etwas mehr Sinn. Ja, sehr schön. Hier auch mal ein super Beispiel, dass diese Blumen nicht unbedingt immer nur freundlich sein müssen. Wie wir gerade gesehen haben, die spucken halt nicht nur unbedingt Eier für uns aus, sondern auch manches Mal einen Gegner. Die Kategorie werden wir aber eher selten sehen. Normalerweise spucken die wirklich nur Eier aus. Gut,
das war jetzt der erste Teil dieser Höhle. Kurzer Screenwechsel zum nächsten Teil. Den hätten wir sich auch sparen können. Keine Ahnung, warum man das nicht getan hat. Und hier haben wir schon die erste Krabbe. So, du Krabbe, du kommst mal hierher. Schön. Dann überspringen wir dich mal. Und flattern hier hin. Und dann kann die Krabbe mal hierher kommen. Ach, passt auf diese bescheiden blöden Scheren auf. Die zerpflücken euch in 0,0, weil sie so ewig groß sind. Ah, das ist sehr schön. Hier kann man es sehen, hier unten kann man lang. Na, das was sieht auch alles andere als freundlich aus. Und was war hier jetzt? Ich erinnere mich. Das ist nochmal so eine ganz dumme Stelle. Was war das? Entschuldigt mal kurz bitte. So, da bin ich wieder. Es hat, ist wohl nur irgendwas runtergefallen. Ich dachte, aber es hätte geklopft. So, diese Teile können wir mit dem Mund mit uns rumtragen. Und wenn wir ein Ei dagegen schießen, dann ändern sie einfach mal ihre, na, wie heißt das noch? Ihre Fahrtrichtung. Entsprechend der Achse, in der sie sich bewegen. Entweder entweder auf der Y-Achse oder auf der X-Achse. Das wird noch eine ziemlich blöde Qual. Zum Glück treffen wir diese Teile nicht allzu häufig, weil ich finde sie einfach nervig. Weil sie auch blöd zu kontrollieren sind. Man weiß nicht, ob sie jetzt nach oben oder nach unten gehen. Wovon das jetzt abhängt und bla und blo und blub. Wenn ich hier zum Beispiel das Teil ausspucken würde, würde es erst nach oben gehen und dann würde ich sagen, ja, geht es nach... Ja, nicht mal ganz nach unten. Seht ihr? Und das meine ich. Und nun wird es vermutlich ganz nach unten gehen, oder? Nein, wow. Also wie gesagt, man weiß irgendwie nie, wo die Teile jetzt eigentlich hinwollen. Und das Blöde ist, sie halten sich auch nicht wirklich daran, wo man selber jetzt hin will, sondern halt einfach nur, wohin sie wollen. Und ich habe ein ganz dummes Gefühl. Ich mag sie nicht. Ich hasse diese Teile wie die Pest und noch mehr. Da komm her. Dann nehmen wir dich mal mit, um hier hochzukommen. Ach, und auf einmal geht das Teil nach ganz oben. Natürlich. Erst bewegt das Ding gar nicht nach oben und dann auf einmal nach ganz oben. Und genau das meine ich. Man kann sie nicht kontrollieren. Das ist ziemlich doof. Wir sollten hier jetzt auch alles haben. Darüber bin ich ziemlich glücklich. Aufpassen, dass hier keine Stacheln sind. Und dann können wir diesen gruseligen Raum hinter uns lassen. Ich habe fast das Gefühl, ich könnte wetten, dass wir irgendwas da drin verpasst haben. Aber das werden wir sehr bald sehen. Da Krabbe, du brauchst ja gar nicht erst angelaufen kommen. Natürlich kommst du aber angelaufen. Und natürlich verliere ich Mario ausgerechnet da, wo ich nicht an ihn rankomme. So. Da wird mal wieder ein Zehner fällig. So, du kannst direkt gehen. Ich brauche gerade kein Lebewesen auf diesem Planeten. Habe ich hier gerade was gesehen? Ja, da hinten ist irgendwas. Sehe ich jetzt erst. Ah, sie an ein Fragezeichenwölkchen. Mit Sternchen. Schön. Jetzt wird ein Zehner für nichts fällig. Wobei, es kommt ja noch etwas mehr in diesem Level. Das ist ja nicht gleich vorbei oder so. So wünschenswert es doch wäre. Sondern spuck schneller. Danke. Noch irgendwas hier? Nehmen wir mal kontrollieren? Nö, gut. Wobei, doch, ich glaube, da war eine Blume. Der Toilette, ich komme nicht mehr zurück. Wow, doch. Also im Zweifelsfall kann ich da nochmal hin. Wenn mir am Ende eine Blume fehlt, weiß ich, wo ich nachgucken muss. Ja, super. Da war es doch wunderbar versteckt, rote Münze. Ach, wie war das jetzt? Das war wieder so ein Rätselgedöns, oder? Ja, tatsächlich. Also die Sache ist die, wir wollen hier hinten hin. Das kämen wir theoretisch doch ziemlich einfach mit dem Flatterflug, wenn wir uns nicht ganz so anstellen. Wo ist denn das Fischteil denn jetzt hin? Ach, natürlich, ich weich super einen Fisch aus und lasse mich dafür vom Cooper treffen. Wir haben hier jetzt, wie wir sehen können, drei Fragezeichenwölkchen, die alle unterschiedlich irgendwas aktivieren und ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Gut, also der dort und dann hoffe ich mal, dass du... Das meine ich.
Wir hatten erst den einen aktivieren müssen, also erst den linken und danach den rechten. Dann wäre hier eine Brücke bis nach da ganz hinten erschienen. Und wir hätten einfach rüberflattern können. Glaube ich zumindest, dass es so irgendwie war. Das gibt's nicht. Verfluchtes Shy Guy-Teil. Ist ja nicht mal so, dass er irgendwie schwer zu bekommen wäre. Nein, ich bin einfach zu blöd, ihn mir zu schnappen. So, Sternregen mal bitte. 1, 2. Und die restlichen sind da. Sehr schön. Dann müssen wir es halt auf die andere Art und... Das gibt's jetzt nicht, dass da oben tatsächlich noch so ein blödes Koopa-Teil war, oder? So, dann müssen wir halt hier so lang flattern. Das geht schließlich auch. Ist nur halt der etwas kompliziertere Weg und gar nicht so geplant. Aber wenn sie mir die Möglichkeit halt so geben, bitteschön. So, Blumen und Münzen haben wir. Jetzt heißt es nur noch, lebt durch das Level kommen und... Lebt durch das Level kommen. Schön, seit wenn wir jetzt ein Fragezeichen-Wäldchen finden, ist alles quasi... im Hinterteil. Also einfach durchs Level laufen und einen plus 10er nehmen, dann hat sich das schon. Und möglichst darauf achten, dass man nicht auch noch einen plus 20er notwendig macht. Na, hat dann bald mal. So, Shy Guy, du kommst da gerade ziemlich gut. Pling. Ah, da kommt schon das nächste Shy Guy. Der nächste Shy Guy. Und tschüss. Gut, ein plus 10er, wenn ich bitten darf. 20. 20. 20. Erzähl mir jetzt nicht, ich habe nur noch 20er. 20. 20. Ei. 20. Ich habe nur noch 20er, sehr schön. Okay, dann nehmen wir den hintersten 20er mal irgendwie raus. Und das ist der hier. Wir haben wirklich allen möglichen Scheiß, aber kein 10er. Aber damit haben wir dieses Level abgeschlossen. Und dann kann ich den Part jetzt auch beenden. Ich hoffe mal, der ist nicht 30 Minuten lang geworden. Was mich bei der Levellänge jetzt aber auch nicht wundern würde. Aber immerhin haben wir hier die erforderliche Punktzahl von 100 Punkten geschafft. Und danach kommt noch ein Level und danach kommt auch schon der Boss. Oh, super. Das Level ist mir direkt sympathisch. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und sage bis dann.